bin fix und alle. Ich hab heute bis um 11 geschlafen. Weißt du, erst sind wir da hingefahren, 2 Stunden ins Tropical Island. Ja, dann sind wir da baden gewesen, 8 Stunden. Und dann durfte ich als Geburtstagskind, also ich war ja mit, weißt du, ich lag im Kofferraum. Das musst du dir mal vorstellen. Ich lag nur im Kofferraum. Ich darf da nicht rein, wegen der Haare. Weißt du, das könnte ja ins Becken fallen, die Haare. Da laufen Leute rum, die haben mehr Haare am Rücken, als ich am ganzen Körper. Aber ich darf nicht rein, weißt du, die Dreckschweine. Ich mache hier nicht mehr mit, das ist Diskriminierung, ja. Oh, ich hab schon wieder Puls. Weißt du was? Im Tropical Island, da kosten die Hosen, die Badehosen, 80 Euro! 80 Euro! Leute, ich raste aus. Das gibt's gar nicht. Weißt du, das dumme Schwein neben mir, weißt du, der Arschkriecher, der hat nämlich seine Badehose vergessen. Da fährst du ins Tropical Island und was nimmt er nicht mit? Ne Hose. Das ist ein Idiot, ganz ehrlich, brauchst du gar nicht so blöd gucken. Das ist doch wahr. Wer fährt denn bitte schön ins Schwimmbad und nimmt keine Hose mit? Nur du Vogel, ja? Und da musste der sich eine kaufen, weißt du? Und da geht er so in das Geschäft rein und guckt nach Hosen. Und da hingen nur Hosen von Calvin Klein. Ich habe erst gedacht, die passt dem gar nicht, wegen dem Calvin, weil der ja so klein ist, weißt du? Aber da kostet die 80 Euro eine scheiß Badehose für nix. Nur fürs Baden, weißt du? Und dann sieht die noch aus wie reingeschissen, weißt du? Und der kauft sich eine Hose. Für 80 Euro! Boah, da krieg ich wieder Puls. Weißt du, wie viel Cola das ist für 80 Euro? Da kriegst du das Eis sogar umsonst. Verstehst du? 80 Euro. Und die Hose ist gelb. Die Hose ist gelb! Der hat sich eine gelbe Badehose gekauft. Für 80 Euro!